Also erstens von den Patienten, dann von den Kollegen oder auch wenn man so draußen mit irgendwem drüber redet, also wenn man gefragt wird, was machst du beruflich, und wenn man dann halt drüber redet, kommt da halt auch immer sehr großes, positives Feedback. Ich wollte eigentlich Flugbegleiterin werden, aber meine Eltern und meine Oma und Opa fanden das halt nicht so gut, weil es da keine Ausbildung ist, sondern nur ein Lehrgang. Dann habe ich halt erst ein FSJ gemacht, auch hier im Haus, und das hat mir ganz gut gefallen und deswegen habe ich dann die Ausbildung angefangen. Das Team ist für mich sehr, sehr wichtig. Das war auch eine große Entscheidung von mir, wo ich halt nach der Ausbildung hingehe. Und das Team hat mir hier halt einfach super gut gefallen. Und dann die unterschiedlichen Patienten, also von jung bis alt, das gefällt mir halt sehr gut. Ja, also man muss auf jeden Fall empathisch sein und sich halt in den Patienten reinversetzen können. Geduld ist auch immer so eine Sache, die eigentlich sehr wichtig ist. In 5 Jahren könnte ich mir vorstellen, dass ich auf der brandverletzten Intensivstation arbeite. Da hat es mir während der Ausbildung auch sehr gut gefallen. Und da sehe ich mich eigentlich in 5 Jahren.